Jo, und schon sind wir im Rückblick angekommen, der losgeht mit dem Februar, denn es war ja vor anderthalb Monaten Februar. Ja. Nee, vor einem halben Monat. Die Älteren erinnern sich. Genau, es gab da mal so einen Monat. Genau. Und wir starten Karneval. Da richtig. Und war so reindellingen ins Erste. Das war grandios. Februar, ja. Alaaf, gab es ein sehr schönes Radiohörspiel von Jochen Langer und Ralf Hamann, eine WDR-Produktion, die es eben auch zur Ursendung gab. Und wie das beim WDR so üblich ist, ist das natürlich auch im Speicher gelandet. Das könnt ihr euch immer noch downloaden und das solltet ihr auch tun. Das ist kein klassisches Karnevalshörspiel. Das ist nämlich eine ziemlich bittere Satire, aber die ist teilweise, finde ich, so bitter, dass das schon ins Dramatische abrutscht und so realistische Züge annimmt. Ja. Das hat zwar alles so einen satirischen Hintergrund, also gerade wenn es um die zwei Karnevalsparteien geht, die ewig Verfeindeten, wo es eben Gruppen gibt zwischen Düsseldorf und Köln, Alaaf und, wie heißt die anderen? Helau. Auf jeden Fall gibt es eine Gruppe, die für die Verbindung der beiden ist und die anderen, die sind dagegen. Und da gibt es halt, es ist keine bürgerkriegsähnlichen Zustände, aber es geht halt schon ans Leder. Und dann nimmt das Ganze einen sehr schrägen Charakter an, dadurch, dass da so eine Art Zombie-Geschichte mit reinkommt, die mit dem Bier zusammenhängt, das aus einer Mischung aus Köln und Kölsch und alt besteht. Da ist mir kurz ein bisschen schlecht geworden, als ich das gehört habe. Ja, also es sieht es für sich schon ziemlich schlimm, aber zusammen. Na, so ein Alt kann schon lecker sein. Also das zusammengemischt ist widerlich. Ja, und das Bier tut den Leuten dann tatsächlich auch nicht gut und ja, die Menschen verwandeln sich, ja, werden ganz komisch und merkwürdig und verlieren so ein bisschen das Menschliche, man hat sofort Zombies im Kopf. Und was ja auch bei Karneval jetzt nicht weit weg liegt. Ja, das ist halt der satirische Unterton, der immer so mitschwingt. Ja. Aber das Ganze ist dann doch eher dramatisch, weil also man es fängt lustig an und wird dann aber irgendwann, kippt das. Also kippt kann man auch eigentlich auch nicht sagen, aber es verliert so diesen humoristischen Anstrich, den es am Anfang hat. Den es aber jetzt gar nicht stilistisch hat, sondern es wird ja bierernst erzählt. Oh, bierernst. Es spielt ja quasi ein Jahr nach der Katastrophe. Genau, und man guckt eben, was passiert ist. Und das ist ja halt teilweise, wenn dann so ein Blick auf einzelne Leute geworfen wird, das hat auch so einen dokumentarischen Stil. Und das macht das Ganze irgendwie noch realistischer und greifbarer und ist dann teilweise echt unheimlich. Ja. Und lässt halt natürlich auch Parallelen zur aktuellen politischen Situation zu und ist ein sehr, 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 sehr interessantes Stück und das, finde ich, müsstet ihr eigentlich dringend hören. Ich würde dich aber auch sagen, sollte man hören. Nicht nur, wenn man aus Düsseldorf oder Köln kommt. Und wer also beim Titel sich, wie gesagt, nicht abschrecken lassen, also man muss jetzt nicht unbedingt ein großer Karnevalist sein, um dieses Hörspiel zu mögen. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, ach, Alaaf, nee, bloß nichts mit Karneval. Aber doch, das ist wirklich gut. Ja, dann bleiben wir beim A, gehen aber ein bisschen in eine andere Richtung. Es geht ins Comic-Genre. Ja, und zwar hat ja Karussell seit kurzem, es ist noch gar nicht so lange her, 2 Jahre gefühlt. Ja, ungefähr. Oder anderthalb. Ihre alte Asterix-Serie wieder aufleben lassen und freut uns seitdem mit ganz tollen Hörspielen. Und jetzt gab es die Folge 19. Der Seher ist eine meiner Lieblings-Asterix-Geschichten. Ja. Total. Ich finde die so geil, weil da wie immer bei guten Asterix-Geschichten halt so ein Blick auf die Menschheit geworfen wird und wie die Menschen halt so ticken. Und das kleine gallische Dorf wird da quasi ein bisschen zum Abbild der Welt. Da kommt eben so ein Typ ins Dorf und redet den Leuten so ein bisschen nach dem Mund, schmiert den Honig ums Maul und sie verfallen diesem Seher, der eine glorreiche Zukunft für jeden Einzelnen parat hält und eigentlich die Leute nur abzockt. Ja. Und der Einzige, der es merkt, Asterix, der ist halt dann derjenige, der Ungläubige quasi. Und so ist das eine wundervolle Geschichte, die sehr, sehr schön umgesetzt ist. Und ich habe mich die eine Stunde höchstbestens unterhalten gefühlt. Ja, ist auch so vom Humor theoretisch sehr gut gemacht mit dem Running Gag, mit dem nicht Centurio, sondern wie heißt der nächstuntere? Irgendwo mit O. Optio, keine Ahnung. Also jedenfalls wird der Seher von den Römern festgenommen, weil die Seherei eigentlich bei den Römern verboten ist. Er beteuert dann aber kein Seher zu sein, wird aber als Seher eingesetzt und das führt dann halt zu dieser ständigen Verwirrung. Und das fand ich zum Beispiel sehr schön. Also dass man das so gut erkannt, das Hörspiel nichts für, das war in der Vorlage auch so. Ja. Muss man da mal auch umsetzen und das können sie. Das haben sie jetzt echt die letzten Folgen bewiesen, das machen die echt super. Das ist wirklich super. Sehr, sehr gut. Ja. Also das muss man echt sagen. Also das ist ja wirklich gar nicht so einfach. Wir werden ja gleich noch auf Locke und Kiesel sprechen. Kommen sie auch eine Werden wir? Ach ja, stimmt, kommt ja gleich. Das kann nicht jeder, aber das gelingt in den beiden Fällen, obwohl es ganz unterschiedliche Dinge sind, doch wirklich gut.
Ja, Oettinger Audio hat nochmal gekramt im Archiv und hat eine Produktion wieder neu rausgebracht, die 2006 schon mal rauskam und 2009 auch schon mal rauskam. Und jetzt eben nochmal. Es handelt sich um einen Klassiker und ja, damit man an dem dann auch nicht vorbeikommt, hat man das Ganze nochmal rausgebracht. Ein bisschen reduzierter das Ganze, auch preisgesenkter das Ganze. Und zwar geht's um das doppelte Lottchen. Schön für mich, denn ich kannte es tatsächlich noch nicht. Und erschlag mich nicht, ich kannte die Geschichte tatsächlich auch noch nicht. Ich wusste, da geht's um Zwillinge, aber das war's dann auch schon. Das ist auch bestimmt schon 100-fach verfilmt worden wahrscheinlich. Ja, ich hätte das schon mal irgendwie gehört, aber ich könnte jetzt nicht Steinbein schwören, dass ich es gehört habe, aber irgendwie kommt mir das schon bekannt vor. Ja, ich habe es jetzt frisch gehört und tatsächlich auch sehr frisch auf dem Ohr. Man muss sich so ein bisschen darauf einstellen, dass das so eine Kästner-Erzählweise ist. Das heißt, Onkel Kästner setzt sich hin und erzählt uns eine Geschichte. Das heißt, man hat einen relativ hohen Erzähleranteil und deswegen lastet auch ziemlich viel Gewicht der Produktion auf dem Erzähler. Hans Sönker ist das, der macht das aber super. Ich habe mich am Anfang gedacht, ja, das ist doch, vielleicht ist das Kästner. Also, wann ist Kästner gestorben? Und ich dachte, irgendwie kann das nicht hinhauen. Wann ist Kästner gestorben? Also ich hätte es gesagt, der ist gar nicht so lange schon tot, oder? Ja, hatte ich nämlich auch. Also du kannst ja mal erzählen, wie es ist. Okay, also zwei Mädchen treffen in einem Ferienheim im Endeffekt aufeinander und bemerken, dass sie sich auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr ähnlich sehen, nur hat die eine eben Locken und die andere nicht. Und die beiden finden nach und nach heraus, dass sie die gleiche Mutter haben und den gleichen Papa haben. Und dass die Eltern anscheinend das den beiden eben nicht gesagt haben, dass sie sich getrennt haben. Und so kommen die beiden eben in diesem Ferienheim auf die Idee, die Rollen zu tauschen. Das heißt, die Lotte fährt als Luise nach Wien und die Luise fährt als Lotte nach München. So trifft eben die eine das erste Mal auf ihre Mutter und die andere das erste Mal auf ihren Vater. Die Leben sind natürlich sehr unterschiedlich in Wien und in München. Der Papa ist Dirigent und die Mutter arbeitet in einem Verlag. Ja, die eine war quasi mehr so im Haushalt und hat gerne gekocht. Und also die Leben sind einfach sehr unterschiedlich. Und so ist es erstmal ein Anpassen ja an die jeweilige Rolle der Schwester, das so ein bisschen spannend ist. Und man schnuppert halt dadurch frisch in das unterschiedliche Leben der beiden Zwillinge rein und lernt natürlich dann auch die Figuren kennen, die Mutter und den Vater, die auch sehr gefühlt sehr unterschiedlich sind. Man fragt sich halt immer, warum die sich getrennt haben als Zuhörer. Und das dröselt sich dann so nach und nach auf, bis dann eben das Geheimnis quasi gelüftet wird. Und ja, wie es ausgeht, kann man sich jetzt fast schon denken, das ist halt ein bisschen, ja, finde ich persönlich ein bisschen gebogen. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich meine, es ist ja eine Kindergeschichte. Aber wie halt immer bei Kästner, es ist halt nicht einfach nur eine Kindergeschichte, sondern da steckt halt schon ein bisschen, ja, jetzt nicht wirklich Gesellschaftskritik dahinter, aber ja, es wird halt schon ein Blick auf Gesellschaft geworfen und auf das Drumherum und auf Beziehungen und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur eine reine Kindergeschichte, das ist natürlich in erster Linie für Kinder gedacht, aber da kann man auch als Erwachsener durchaus zuhören und gewinnbringend, also für sich selber zuhören. Also mir hat das trotz des hohen Erzähleranteils und des sehr reduzierten Hörspielerischen, denn also groß inszeniert wird da jetzt nicht. Man muss da jetzt nicht mit großen Popanz an Musik und Geräuschen und Atmosphäre rechnen, das ist nicht so. Das wird tatsächlich durch das Zusammenspiel der Darsteller transportiert und das ist wirklich super. Und wie gesagt, vor allem lastet der Hauptpart des Hörspiels lastet auf den Erzähler und der macht das eben super in dieser ja, märchenonkeligen Art so ein bisschen und erzählt uns halt die Geschichte vom doppelten Lottchen und das macht er sehr, sehr gut. Und also ich hatte meine Freude dran. Also man muss aber ein bisschen Fable für ältere Hörspiele mitbringen. Das Ding ist ja von 1974 bei der Deutschen Grammophon damals rausgekommen. Ja, das besagt schon, ja, es ist ein älteres Hörspiel und dazu eben noch dieser hohe Erzähleranteil. Auf das muss man sich einstellen, aber wenn man mit dem kein Problem hat, dann wird man doch bestens unterhalten. Und die Geschichte ist einfach süß. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es nicht vor einigen Jahren bei Oettinger so eine Kästnerbox, die wir mal vorgestellt aber haben. Aber nicht glaub, mit dem Lottchen. Da war das auch drin, oder? Nein, nicht mit dem Lottchen. Da war Emil und die Detektive im Moment. Ja, ich kann ja derweil, dass es ziemlich knapp gewesen wäre mit Erich Kästner. Der ist nämlich tatsächlich 1974 gestorben. Ach nee. Kästner für Kinder. Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton und das fliegende Klassenzimmer. Die drei sind. Ah, okay. Pünktchen und Anton. Was. Genau. Ist das denn auch sowas? Von der Story her ähnlich. Wir reden uns hier wahrscheinlich um Kopf und Kragen. Ja.
Aber also richtig präsent habe ich von der Geschichte tatsächlich jetzt nur Emil und die Detektive. Ja gut, und das fliegende Klassenzimmer. Kästner hat seinen ganz eigenen Charme. Also ich mag das. Trotz dieses Märchenonkeligen. Aber wie gesagt, Kästner halt immer so, der war halt einfach Satiriker. Der hat zwar hauptsächlich Kinderbücher geschrieben, aber war halt eigentlich auch Satiriker. Und das irgendwie, diesen Schelm merkt man ihm irgendwie immer so ein bisschen an, finde ich. Er war da auch in dem Dunstkreis mit Hassenkamp und wer war denn da noch dabei? Die so in dem Kabarett... Burg Schreckenstein. Geschichte. Ich habe jetzt lustigerweise erst, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war ein Gespräch zwischen Peter Ensikat und Hildebrand, wo es eben hauptsächlich um Ost und West geht, aber auch generell die Geschichte des Kabaretts nach dem Zweiten Weltkrieg im Endeffekt und natürlich während der deutschen Teilung dann. Und wie Kabarett im Osten war und im Westen war. Und da taucht auch immer Kästner auf, tatsächlich. Mhm. Immer, permanent. Ja, ja, der war ja auch in das Münchner Kabarett. Also der war ja dann... Lach- und Schießgesellschaft. Nicht bei der Lach- und Schießgesellschaft, aber der Vorläufer, glaube ich, oder? Schaubude und wie hieß es? Schaubude hieß das eine? Kleine Freiheit, ist das nicht auch München? Ja, genau, richtig. Also auch mit, Hassenkamp und später Hildebrand, ja. Ja, und diesen Schelm, das zieht sich irgendwie bei Kästner durch. Das kann man ja auch nicht ablegen, einfach. Das Lustige ist, dass Peter Ensikat auch Kindertheater gemacht hat, als Hauptberuf tatsächlich. Stimmt. Er war eigentlich Kabarettist, das war er zwar schon, aber der Hauptteil hat er durch, auch im Ausland, durch Kindertheaterinszenierung bis nach Südafrika und was weiß ich was, wo der war. Das ist total spannend, die Geschichte von ihm. Sehr, sehr spannend. Und dass seine Stücke bis heute Klassiker sind, also in der Theaterinszenierung. Mhm. Wieder was gelernt, Orcast. Ja, der Orcast. Ein Sumpf des Wissens. Apropos Sumpf, kommen wir da. Das ist ein Übergang. Was ist das überhaupt hier für eine Sortierung? Es ist ja... Naja, also wir wechseln jetzt mal ganz, ganz gewaltig das Genre. Was denn? Es geht um Puppen. Das ist doch auch hier Kinderkram. Ne? Ja, irgendwie schon, ja. Ist irgendwie auch Kinderkram, ja. So kann man sagen. Dreamland Grusel Folge 24. Die Rache der Todespuppe ist am 5.2. erschienen. Auch von uns erhört worden. Also meine Begeisterung, muss ich sagen, hielt sich dann doch in Grenzen. Also es fing gut an. Das roch nach einer spannenden Gruselfolge mit viel Klischee, was bei sowas ja nicht unbedingt jetzt schlecht ist. Diese Umgebung, die da geschaffen wird, das hatte alles so was Märchenhaftes. Und hier mit diesem bösen Obermotz, der quasi das ganze Dorf tyrannisiert und so weiter, das hatte ja sowas Märchenhaftes. Das wäre völlig okay gewesen. Bis dann die Todespuppe ins Spiel kommt. Genau, die hätten wir weglassen sollen. Also wenn man die weggelassen hätte, hätte man sich vielleicht einen anderen Titel ausdenken müssen, aber hätte es ein gutes Hörspiel werden können. Also diese Puppe reißt schon wirklich alles ein, da leider. Ja, es ist also, halt... Es geht dann stark bergab, ja. Das wirkt halt doch sehr schnell albern, wenn man sowas macht. Und leider ist es dann tatsächlich auch so. Da geht jegliche Ernsthaftigkeit flöten. Also was mich auch so gestört hat, war dieser Rumänien? Ich weiß es. Also dieser Actionstar, der dann in Hollywood so eine B-Karriere gemacht hat und dann wieder zurückkommt. Was war das denn für eine Figur? Ich habe keine Ahnung. Ich tippe, das war dann auch wieder so als Hommage gedacht. Aber das irgendwie in den seltensten Fällen gut. Also ich habe ja die letzten zwei Folgen, also fand ich ja wirklich okay, auch hörbar, aber Jedi, das war leider gar nichts. Also das hat mir, es liegt ja vielleicht daran, dass es mir am Anfang so gut gefallen hat und dann so total zusammenbricht gegen Ende. Vielleicht macht das auch nochmal besonders schlimm. Wenn es von Anfang an schlecht gewesen wäre, hätte man halt schon gesagt, ja. Aber hier, das ist, wenn man so denkt, ja, das könnte was werden und dann wird es dann doch nichts. Schade. Naja, immerhin waren es jetzt dann 2,5 Folgen. Stück, die Nach 2,5 muss ja positiv Folgen, eine halbe Folge nicht so gut, ist ja auch schon gar nicht so schlecht. Naja. Ich will ja nicht immer nur meckern, aber es ist. Ich weiß auch nicht, was man noch sagen soll. Also wo man noch sagen soll, mach doch mal das, mach doch mal jenes. Ich meine, das wird ja eh nicht gehört. Interessiert ja eh keinen. Ja, deswegen können wir auch nur unsere Meinung sagen, mein Gott. Ja, aber dann kriegst du ja noch gesagt, du doof. Ist ja eh doof. Ja, damit müssen wir leben. Ja, damit kann ich auch leben. Aber es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und machen das, nur weil wir was zu meckern haben wollen. Ich meine, es geht ja bei anderen auch. Also ich meine, man sagt ja was und manchmal findet es ja Gehör und dann merkt man ja auch tatsächlich, dass sich was ändert und was besser wird. Und ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die was sagen. Das will ich mir noch gar nicht mal anmaßen. Also wenn jetzt nur ich oder wir der Meinung wären, das ist schlecht, weil... Dann könnten wir noch sagen, naja, okay, ihr zwei alten Honks, ihr Settler und Waldorf der Hörspielszene, was wollt ihr überhaupt? Und dann wäre das ja okay, aber ich meine, es sagen so viele. Naja, aber es gibt halt immer noch genug Fans, die genau das mögen und dann hört man halt lieber auf die.
Für die macht man es ja auch letztlich. Deswegen sehe ich das eigentlich relativ gelassen. Ich freue mich über jede Folge, die ich dann gut finde. Also zum Beispiel die zwei davor. Super, frischer Wind. Und ja, dann warte ich halt jetzt auf die nächste, die dann von Steinhardt kommt. So, ich meine, bei dem Autor oder Autoren gespannt, was auch immer, wusste man ja schon, in welche Richtung das driften könnte zumindest. Aber so lasse ich mich gerne überraschen, wenn wieder was Positives kommt. Ja, dann hatten wir ja im letzten Orcast ein Interview mit Kai Schwind, der uns was über Lock & Key berichtet hat, die neue Produktion, die er für Audible inszeniert hat und auch am Skript mitgewirkt hat. Ungesprochen hat er auch noch. Kam rein. Ja, Lock & Key ist eine Verhörspielung einer Comic-Saga, eines sechsteiligen Epos von Joe Hill und Gabriel Rodriguez. Ich fange immer mit Rodriguez an, denke immer Rodriguez und dann kommt noch irgendwer dahinter. Aber nee, andersrum. Gabriel Rodriguez heißt der gute Mann. Da geht es um die Familie Locke, die nach dem tragischen Tod des Vaters zurück ins Elternhaus oder ins Familienhaus der Familie Locke zurückzieht, ins sogenannte Key House. Und wie der Name schon sagt, gibt es da einige Schlüssel in diesem Haus. Und diese Schlüssel, die sich dort immer wieder einfinden, haben bestimmte Fähigkeiten. Ja, es gibt auch, wie sich das für so eine gute, unterhaltsame Story gehört, auch einen Gegenspieler oder... Ah, da kann man auch, verrät man schnell zu viel. Ja, es entspinnt sich quasi ein Epos um diese Schlüssel, um diese Familie Locke, um die Vergangenheit, was ich besonders eine interessante Folge finde, die Folge 5, als es dann zurück in die Vergangenheit geht und man also quasi so die Hintergründe erfährt, wie es dazu kommt. Ich fand die erste Folge, dachte ich noch, naja, also wenn man das ganze Setting so sieht, das klingt wie so ein All-Ager, also so ein Jugendbuch, was so auch für Erwachsene ist, so wie, ich sag mal, Harry Potter oder die ganzen Kai Meier-Stories und sowas. Aber das ist schon ziemlich übel, was da passiert. Und also das ist jetzt, dass man sagt, ja, hier, Kind, lies mal, würde ich nicht empfehlen. Also das ist tatsächlich was sich vom Inhalt her deutlich an erwachsene Ohren richtet, also schon jüngere Erwachsene, aber also Kinder und sowas sollte man da tun nichts von fernhalten, wenn auch das ganze Ambiente so ein bisschen wirkt, als wäre es für jüngere Ohren. Aber wie gesagt, inhaltlich geht es da schon zum Teil sehr, sehr derbe zur Sache. Ich habe die Story gehört, war also total gefangen davon, habe die auch wirklich so, naja, nahezu am Stück gehört, also so innerhalb von 2 Tagen. Die habe ich dann doch gebraucht, weil 15 Stunden ist schon mal eine Ansage. Also das ist schon super und das ist zu keiner Minute langweilig. Ich war so gefangen von diesem riesen Kosmos, den es da gibt. Aber was ich sagen muss, ist es total schwierig. Also man sollte das auch möglichst am Stück hören, um da am Ball bleiben zu können. Es ist ohne Erzähler erzählt und es ist eine Comic-Verhörspielung, was es schon schwierig macht. Also ein Bild, sagt man nicht umsonst, sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn man die Comics parallel sieht, dann sieht man schon mal, was das tatsächlich für eine Arbeit war, das in ein Hörspiel zu fassen und das noch ohne Erzähler. Also man hat ja keinen, der jetzt einem quasi erklärt, was da passiert, sondern es muss ja alles über die Dialoge kommen, beziehungsweise über die inneren Monologe, die da auch eine Rolle spielen, was es ein bisschen einfacher macht, aber auch nur ein bisschen. Aber es ist tatsächlich höchst komplex und kompliziert, weil man auch nicht alles direkt versteht. Also vieles ergibt sich auch erst im Laufe der Zeit. Es sind auch manche Sachen, also es gibt im vierten Teil, gibt es im Comic ein Kapitel, was quasi jeden Tag eines Monats quasi beschreibt. Und da gibt es im Comic immer nur ein Bild, was da gerade passiert. Und auf diesem Bild ist dann irgendein Dämon oder ein Ding, womit Locke sich auseinandersetzt. Das Bild ist einfach nur da. Da wird auch nichts zu erklärt. Und das tatsächlich in ein Hörspiel zu transportieren, und das fand ich total gut gelungen, hat das ein bisschen gerafft. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen muss ich sagen, also die tatsächliche Umsetzung aus den Comics heraus ist grandios. Das fand ich wirklich eine super Arbeit, toll gemacht, weil das hätte ich da hätte ich keine Idee gehabt, wie man das tatsächlich hätte machen können. Und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr gut gelöst. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Habe ich schon gesagt, dass man das durchaus hören kann. Ja, sollte. Bei Audible übrigens. Gibt es bei Audible. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, könnt auch gerne nochmal reinhören. Da hat Kai Schwind ja ein bisschen erklärt, wie es dazu kam und auch die Geschichte nochmal umrissen und die Besonderheiten umrissen. Aber da hast du ja jetzt eigentlich alles schon gesagt und mir noch mehr Appetit gemacht. Ich habe ja die erste halbe Stunde bis jetzt nur gehört. Es war ein bisschen Fülle. Ich habe ja auch erst jetzt Urlaub dann nächste Woche. Ja, dann kannst du loslegen. Da lege ich los. Ich freue mich schon total. Also mir hat die erste halbe Stunde schon Appetit gemacht. Beziehungsweise ja, es ist ja schon sehr dramatisch, was in der ersten halben Stunde schon passiert.
Ja, die Figuren sind auch super. Ich finde die Figuren so klasse. Das sind so tolle Charaktere drin, die alle so wenig klischeehaft sind. Also man ist immer versucht, das in so gewisse Klischees zu denken. Also die Figuren, also gerade die Familie Locke, da hat man halt so ein typisches Bild von so einer amerikanischen Familie, wie sie einem so in jedem zweiten Film präsentiert wird. Und das funktioniert einfach so nicht. Das ist total super, wie man das umsetzt. Und also ich bin da total von angetan. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Stoff. Ich habe auch alle Comics jetzt gelesen. Ich habe mir die direkt Echt? ausgeliehen. Krass. Immer, wenn ich eine Folge fertig hatte, direkt das Comic hinterher geschoben. Krass. Fand ich schon richtig gut, ja. Nicht Weil schlecht, ich nicht schlecht. eigentlich bin ich ja nicht der Comic-Leser und war dann doch erstaunt, was Comic schon kann. Also ich, so außer Asterix habe ich so in den letzten Jahren nichts mehr an Comics mitgekriegt. Ich bin da total weg von. Ja, sollte man vielleicht mal wieder mal tun. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schön. Ja. Da freue ich mich. Ja, zu etwas völlig anderem. Etwas erstmal sehr Erfreulichem, denn wir haben ja schon mit Freuden berichtet, dass Lübbe Audio auch außerhalb von Sinclair und Co. eigene Hörspiele wieder produzieren lässt. Und zwar hat man sich ein Kinderbuch herausgegriffen, Die Kinder der verlorenen Bucht von Luca Di Fulvio, das bestimmt ganz bekannt ist. Ich kannte das nicht vorher. Echt noch nie gehört. Noch nie gehört? Nee, Ja, also weder den Autor noch das Buch, ich auch sagt nicht mir gar wirklich. nichts. Es ist eine Abenteuergeschichte, die erstmal damit losgeht, dass die Protagonisten der Geschichte, also die drei Kinder plus Möwe, eine Jugendgang braucht immer ein Tier. Ja. Ohne Tier, bis auf die drei Die Fragezeichen. Möwe heißt ja noch Luigi. Ja, klar. Klar, Möwe halt. Ja, das ist doch ein Italiener, der Luca Di Fulvio. Ja. Da muss die Löwe, die Löwe, die Möwe Luigi heißen. Entschuldigung. Diese Kinder treffen eben in so einem Urlaubsort zusammen, wo eben die Eltern irgendwie so Ferienhäuser haben und spielen da eben am Strand. Und dann geht die Sage um, dass es da eben diese verlorene Bucht gibt, die man nicht betreten sollte, weil da Kinder verschwunden sind. Und was machen Kinder natürlich? Natürlich. Sie gehen Natürlich, die natürlich hin. gehen natürlich hin und treffen dort auf einen so einen bärbeißigen Seemann. Oder Fischer, der da in so einem Hütchen wohnt. Und dann geht es weiter, dass das Ganze so einen fantasyhaften Charakter annimmt, denn sie landen dann in einer anderen Welt, die heißt auch noch Anderwelt, sehr Ja, in einer Welt. einfallsreich, wo es dann eben diverse fantastische Wesen auch gibt. Und da erleben sie dann eben Abenteuer und eine Kindergeschichte, kommen natürlich am Ende zurück. Es ist alles Mit schön und Möwe. gut, aber das hat mich Also mich echt hat die es ganze Spielzeit null. über nicht gepackt. Also wirklich. Nee, ich fand's auch nicht gut erzählt. Also irgendwie. Nee. Ich war etwas enttäuscht, dass es. Ich wusste, also ich habe es nur gehört, ich hatte keine CD und nichts in der Hand und war dann ganz erstaunt, als Oliver Rohrbeck auftauchte. Och, dann ist es tatsächlich eine X-Men-Produktion. Fand ich tatsächlich ziemlich schwach, muss ich sagen. Also so die Aneinanderreihung der Kinder. Und mit der Verbindung mit dem Sprecher, das hat mich nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Das Das wirkt war ja auch mir zu nicht so wirklich unlebendig. lebendig und ja, mir hat das Hörspielerische oft irgendwie gefehlt. Ja. Und ja, also die Geschichte selber ist halt Baukasten hoch 20. Ja. Also da Ja, fehlt die schon hätte schon was viel gehabt, aber Esprit. der hätte irgendwie mehr Schmiss. Das war so, ja, fast wie eine inszenierte Lesung. Also ist Hat mir mal so gewirkt, ja. zu wenig Leben drin in dem ganzen Ding. Also die Rollen waren so, also gerade die drei Kinder, da hat mir total das Leben gefehlt. Also das war so aufgesagt alles. Merkwürdig. Aber Ja. ich habe auch schon positive Stimmen gelesen, also jetzt auch nicht nur von irgendwelchen Fake-Amazon-Rezensionen, die das gut fanden, aber also Kann ich nicht wirklich ich nachvollziehen. kann's nicht nachvollziehen, ne? Naja. Kommen wir zum quasi Gegenbeispiel, was Lebendigkeit anbelangt. Ja, ist wirklich. Also Oettinger Audio mit den Olchi-Detektiven, die mittlerweile auch schon Folge 15 und 16 rausgebracht haben. Folge 15, Festhalten, Angriff der Gangsterhaie. Mit einer so hanebüchenen Geschichte, dass es einem die Schuhe Komisch, auszieht. lässt der Titi gar nicht vermuten. Nee, ne? Nee, gell? Das denkt man auch. Jetzt kommt aber mal ein seriöses Kinderhörspiel da um die Ecke. So, ich mache erstmal einen Spoiler. Also die Bösewichter versuchen mit Haien und Bohrern, die an den Haien befestigt sind, in die Asservatenkammer einzubrechen. Ich leg mal was auf den Schreibtisch. In die Asservatenkammer einzubrechen, die unter Wasser ist.
So, wenn man das jetzt so hört, greift man sich an den Kopf, will eigentlich schreien, wegrennen, aber bei den euch Detektiven hat man ja schon die ein oder andere merkwürdige Geschichte auch so rumgerissen und hier ist es genau das gleiche, das macht total Spaß. Das ist lebendig bis in die Haarspitzen, das ist schön comichaft überzogen, inszeniert, gute Laune von Anfang bis Ende, wirklich. Macht das Gustavus? Das macht Gustavus, ja. Ja, gut. Der kann das halt. Ja. Ja, mit genau der richtigen Dosierung von Action, dieser Olchi-Humor, der da mit drin ist, also kann ich nicht viel mehr dazu sagen, außer dass mir das echt Spaß macht, auch wenn das völlig absurd klingt. Und die zweite Geschichte, Gefährliche Träume. Da schlafen in London des Tages, unter anderem im Auto, einfach Leute ein. Einfach mal so. Und es wird ein Zettel hinterlassen, auf dem lieb gegrüßt wird von Lale Lu. Lale Lu. Ah, ja. Hey. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geraten diese Leute in den Tiefschlaf? Tja, da ist natürlich der Paddock auf den Plan gerufen und ermittelt mit seinem Trio Humpty Dumpty, Fritzi und den Olchi-Kindern. Ne, die Olchi-Kinder sind ja zu zweit, also es ist ein Quadruppel. Ein riechendes Quadruppel. Und ermitteln eben in dem Fall und geraten dann auf eine Spur, dass das irgendwie mit Pflanzen zu tun haben könnte. Und naja, also als erwachsener Hörer, wenn man da das erste Mal dann in diese eine Situation kommt, wo man der Person begegnet, die es dann am Ende auch war, das ist halt relativ schnell klar. Aber selbst in dem Fall bin ich bestens unterhalten worden, wirklich. Also 3/4 Stunde, das ist total, ich wiederhole mich gerne, total lebendig. Also die schöne Portion Überdrehtheit, was halt da reingehört, ist echt geil. Ich höre die wirklich gerne. Ist kein Shakespeare, aber also für Kinder ist das der Knaller und ich habe meine Freude dran. Ich kann echt nicht mehr sagen. Also großes Lob, Frank Gustavus und das Olchi-Detektiv-Team. Und an Oettinger Audio natürlich. Ja, wir haben ja noch eine Kinderreihe. Ja, Mensch, die Playmos werden 50. Also erstmal die Folge 49. Wir haben viel zu wenig Pferde bis jetzt gehabt, ne? Ja, das stimmt. Es ist ziemlich pferdearme. Obwohl der Titel eigentlich ja mehr Pferd verspricht, als sonst ja. Ist. Obwohl er verspricht auch mehr Sex und mehr Fahrhaus. Kommt ja. Alles noch. Also jetzt fangen wir mit dem Pferd ja, an. Ja. Sabotage ja, auf dem Reiterhof. Die Playmos sind ja jetzt nicht mehr bei Tobi, sondern bei dem anderen Kind. Marie. Weil nicht, das ist kein Mädchen. Naja, also ein bisschen hat man das Gefühl, als hätte man halt irgendwie alles schon erzählt und wird halt das jetzt quasi nochmal neu erzählen. So ein bisschen zumindest. Also hier kriegt zum Beispiel das Kind kriegt irgendwie Besuch und da kommt halt die Verwandtschaft. Das ist, glaube ich, eine Cousine, die ist schon ein bisschen älter, die teenagert halt schon so ein bisschen und die hat halt keinen Bock auf Playmos spielen, sondern will er dann lieber vor der Glotze rumhängen. Da ist dann natürlich ein schöner Seitenhieb, dass das Fernsehprogramm ja so langweilig ist zu sein. Es kommt dann so mehrfach durch. Und stattdessen machen die Playmos eben dann im verlassenen Zimmer, wie immer, ein Abenteuer und erleben da auf dem Reiterhof ein Abenteuer mit Pferden. Ja. Hatten wir noch gar nicht. Hatten wir noch gar nicht. Normal, wir haben ja vieles schon doppelt und dreifach. Also viele Playmobilen. Doch. Wir hatten auch schon Pferde. Echt? Ritter, Gram und... Ja, nein, aber diese reine Reiterhof... Ach so, so einen richtigen Reiterhof meinst du? Nee. Also ich meine, Pferde gab es ja schon. Also das ist irgendwie so ein... Ja. Ich wusste, dass es sowas gibt. Tja. Ja, und dann das große Jubiläum 50 Folgen Playmos, irgendwie ist das irre. Die heiße Spur des Drachen. Tja, ich habe mir jetzt halt eigentlich erhofft, dass da sowas Geiles kommt wie bei Folge 40. Die fand ich ja richtig gut und diese Idee war der Knaller. Da sind die Playmos ja in diesem Laden quasi zurückgeblieben und haben sich von Playmo-Welt zu Playmo-Welt bis zur Tür durchgewurschtelt. Eine super geile Idee. Und hier, ja. Nicht so. Da wird halt diese China-Welt aufgewärmt. Schön. Da geht es halt um Drachen und da tauchen dann halt auch die alten Meister auf, in den diversen Drachenfolgen alle vorher schon da waren und das ist halt alles ein bisschen so aufgewärmt, von wegen heiße Spur, das ist aufgewärmt und dann, ja, das Eigentliche kommt dann so nach und nach, als der erste Playmo merkt, ach Mensch, ich habe heute Geburtstag, ja, dann feiern wir doch mal, eine halbe Stunde später, ach Mensch, ich habe ja auch Geburtstag. Und dann am Schluss, du glaubst es nicht, die sind da zu dritt. Hat der Dritte auch vielleicht? Hat die Dritte auch noch Geburtstag. Hm. Ja, also weiß nicht, so großes Jubiläum habe ich da jetzt nicht gespürt. Muss ja auch, ja mein Gott, muss ja auch nicht sein. Ist ja, die gute Idee, zu früh verbraten. Vielleicht, ja, die hätte man sich vielleicht auch sparen sollen. Ja. Naja, ist alles in Ordnung, ist alles im Rahmen, aber gab weitaus bessere Playmo-Folgen. Ja, aber ist, wie gesagt, ist völlig in Ordnung. Für die Zielgruppe ist das allemal was. Aber als wenn ich es jetzt im direkten Vergleich zu den Olchi-Detektiven zum Beispiel höre, da ist schon ordentlich mehr Futter geboten. Mhm. Also da habe ich auch als Erwachsener mehr Spaß dran. Was wahrscheinlich auch alberner ist.
Ja. Und Plemus richtet sich, glaube ich, auch nochmal an Jüngere. Als die Ulgis? Ja, also wenn ich diesen Spruch zum fünften Mal höre in einer Folge, wer wettet die Freunde, das ist schon arg kindisch. Aber damit noch nicht genug. Wir haben ja noch was für die Ach Zielgruppe. je, Jetzt aber ja. wieder ein bisschen älter. Ja, bei Karussell ist eine neue Reihe erschienen, die heißt Die Sternenritter. Ist vom recht bekannten Autor Michael Peinkofer, der ja auch schon ist, Team Undercover ist, glaube ich, von ihm, oder? Team Extreme, so Team heißt's. Extreme, ja. Der hat sich jetzt eine Science-Fiction-Story erdacht. Ja, Sternritter sind es dann. Drei junge Menschen werden Sternritter und spielen ein bisschen Star Wars Abklatsch im All. So fängt jedenfalls die erste Folge an, die ich nicht fertig gehört habe und mir auch Ebenfalls. Folge 2 und 3 einfach schenken werde, weil das ist mir einfach zu billig. Sorry. Also das hat mir überhaupt nicht, also das hat mir von der Inszenierung schon nicht besonders gefallen. Das war mir alles zu lang und zu bräsig. Also dieser ganz billige Abklatsch von Star Wars. Also der ist, ja, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Man versucht alles anders zu machen und macht es doch im Endeffekt genauso. Also jeder, der Star Wars kennt, entdeckt das wieder und das ist so blöd verschleiert. Also fand ich ganz doof. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel Franziskowskis Krieg im All dagegen sehe, was ja so ein direkter Abklatsch ist, da denke ich ja, das ist ja wenigstens, hat das wenigstens noch irgendwie einen Stil und Charme gehabt. Aber jeder ist so, soll keiner merken, aber es merkt jeder. Also das ist peinlich. Also ich fand es nicht toll. Hartes Urteil, aber ich muss gestehen, mir ist es nicht viel anders gegangen. Ich musste auch nach 10 Minuten oder 20 Minuten, ich konnte das nicht zu Ende hören. Ja, das dauert auch, bis das mal in die Gänge kommt. Also dann tapsen die da durch das Haus und dann der Spiegel und war, glaube ich, eine halbe Stunde rum, da ist noch nichts passiert und es ging nur noch 10 Minuten, aber ich habe die dann auch nicht mehr gehört. Also das war mal, nee, also das muss andere Fans finden als mich. Ja, mal gucken. Willst du dich wirklich doch dran wagen, das fertig zu Nee, ich nicht. Nee, ich doch hören? nicht. Nee. Ich habe genug zu tun. Hier, die Teufelskicker kommen. Ach du je. Jetzt aber viel Pferd wie er. Jetzt starten wir richtig durch. Jetzt kommt der Pferdeblock. Oh ja. Wenn ihr euch fragt, was das jetzt mit den Teufelskickern zu tun hat, festhalten. Folge 60, ein heißer Ritt, Ausrufezeichen. Europa. Die Teufelskicker spielen ja Fußball und trainieren. Und bei den Teufelskickern, das ist ja eine gemischte Mannschaft aus Mädchen und Jungs. Und die Mädchen kommen zu spät zum Training. Und das nicht nur einmal, sondern es häuft sich. Denken sich die Jungs, ihr doofen Mädchen ihr, was macht ihr denn? Ihr könnt doch nicht zu spät zum Training kommen. Und selbst Norbert ist ein bisschen erbost. Ja, und die Mädchen wollen nicht mit der Sprache rausrücken. Dann begeben sich zwei der Teufelskicker auf die Spur und folgen den Mädchen und stellen fest, ach, die reiten ja in ihrer Freizeit. Und zwar kümmern die Mädchen sich um einen Reiterhof, beziehungsweise um Pferde, die nicht mehr so richtig Besitzer haben. Also es hat so einen sozialen Aspekt im Hintergrund. Das ist eigentlich alles ganz nett. Und die Jungs von den Teufelskickern plappern das dann natürlich aus und dann werden die Mädchen zur Rede gestellt und konfrontiert. Dann kommt es zum Riesenknatsch und sagen sie, da könnt ihr euren Scheiß alleine machen und ja, wir reiten jetzt. Da ist dann der Konflikt da und zum allem Übel steht dann auch noch das Stadtderby vor der Tür. Das ist gefühlt auch in jeder dritten Folge. Ist ständig irgendwie ist Stadtderby, ja. Das ist aber okay, das ist wie das Alter von den drei Fragezeichen. Wenn man da die Jahre dann zusammenrechnet, kommt man auch auf so eine absurde Zahl wahrscheinlich. Lustig wird es dann, als die Jungs dann merken, ach Mensch, das ist ja gar nicht so verkehrt, was die Mädchen da machen und sich selber dafür interessieren und merken, dass sie da selber Spaß dran haben. Aber boshafterweise von dem VfB dabei beobachtet werden. Und ja, da wird dann was draus gestrickt. Was will ich nicht verraten, ist dann sehr humorvoll, hat auch eine schöne Pointe am Schluss. Eine sehr schöne Pointe. Und so ist das tatsächlich eine ziemlich gelungene Folge, muss ich sagen. Cool. Hab mich gut unterhalten. Das Thema war nicht uninteressant und so die Spannungskurve, alles tippitoppi. Kann man sich gerne Klingt gönnen. gut. Ja, apropos Pferd. Wir haben was Neues bekommen, das gibt es schon länger, aber wir sind, glaube ich, das erste Mal da mit dem Thema, wurden wir jetzt konfrontiert. Hattest du nicht schon eine Folge mal gehört? Irgendwie die erste? Nee, ich glaube Nicht. nicht. Das war Prinzessin Emmy, was ich mal gehört habe. Nee, Elena sagt mir überhaupt nichts. Sagt dir gar nichts. Nee. Also Elena, ich hatte vermutet, dass es so eine Art Reiterhof Drei Lilien in heute ist. Ja. Ist es im Endeffekt auch. Also es ist ein Hörspiel, das quasi für, denke ich jetzt mal, Jugendliche, aber nicht die ganz Jungen gedacht ist. Okay. Und natürlich mit dem ganzen Pferdehintergrund. Ähnlich wie das bei Reiterhof Drei Lilien ist, wird halt quasi das Erwachsenwerden thematisiert und ja, aber
aber halt ein bisschen ja, aufwendiger, würde ich jetzt sagen. Also es spielt nicht nur auf einem Gestüt, wie das bei Reiterhof Drei Linien ist, sondern ja, also es geht eben, also die Elena ist eben im Zentrum und das ist in der Folge davor passiert, da war Elena in Amerika. Und dann kommt sie eben zurück. Und also es ist nicht wie bei Reiterhof Drei Linien, dass man da nur reiten lernen kann, sondern also da geht es ja wirklich um Turnierpferde und um Turniere reiten. Und Elena verletzt sich relativ schwer. Und merkwürdig ist, dass ihr Freund sie nicht im Krankenhaus besucht. Und so spielt halt eine größere Geschichte mit rein, die ich mir jetzt selber noch nicht so ganz zusammenreimen konnte. Ich meine, das war meine erste Folge, deswegen habe ich diesen ganzen Hintergrund nicht. Es hatte so ein bisschen was, ja, das klingt böse, Soaphaftiges, soll es aber tatsächlich gar nicht. Also es geht viel um die Gefühle, um Pferde und den einzigen Makel, den ich jetzt bemängeln würde, ist die Art, wie man es erzählt. Das ist nämlich, also ist mir zumindest so vorgekommen, ja, so ein bisschen tagebuchartig quasi wird das Ganze erzählt. Und das macht ein bisschen hohen Erzähleranteil letztlich aus. Und ja, so ab und an könnte ein bisschen mehr gehörspielt werden. Aber ansonsten fand ich das völlig in Ordnung. Aber also jetzt, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Reiterhof Drei Linien messen würde, da kommt es jetzt nicht dran hin. Mhm. Das kann aber auch sein, dass, wie gesagt, wenn ich jetzt die ersten 4 Folgen mitgehört hätte, dann hätte ich diese ganze Hintergrundgeschichte, die ja da durchaus vorhanden ist, natürlich auch noch mehr auf dem Schirm. Und deswegen würde ich da auch gar nichts schlecht reden. Ganz und gar nicht. Ist übrigens von Nele Neuhaus, haben wir das schon gesagt. Woher kennst du Nele Neuhaus? Die ist doch recht bekannte Autorin, oder? Die schreibt hier die ist ja hier aus meiner Kante. Echt? Die schreibt doch hier diese Taunus-Krimis. Ich bin ja auch aus dem Taunus. Die Älteren kennen die Kisten ja noch. Die Kisten? Fort Taunus. Ja, ich entschuldige mich in aller Form für diesen. Völlig zu Recht. Ja, nee, so, dafür darfst du jetzt einen Übergang zu Forster herstellen. Alle so die regionale Nähe, das ist dann, hat man immer da schon mal so ein Auge. Ich habe also, glaube ich, noch nichts von ihr gelesen. Wüsste ich jetzt nicht zumindest. Ja, also, Frau bestimmt. Wenn man sich für Pferde interessiert und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen das Alter mitbringen, dann kann das durchaus was sein, könnte ich mir gut vorstellen. Und vielleicht so ein bisschen Verbotene Liebe mag und sowas. Ja. Gefühlt war es so ein bisschen so in die Richtung. Ja, aber Verbotene Liebe. Aber halt ein bisschen ernsthafter. Verbotene Liebe war ja eher so Quatsch. Ja, kleiner Schnitt hier. Was denn? Ist direkt der Übergang. Ja, aber ohne Pferde jetzt halt. Jetzt ohne Pferde. Kommt tatsächlich wie Pferde in dem Beispiel vor, was jetzt kommt? Ich glaube keins, oder? Also ich wüsste auch keins, außer dieser Dämon hat irgendwie irgendwo noch einen Huf versteckt oder so. Aber schreibt mal auf, Döring, mehr Pferd, falls ich mal wieder einen Fernbrief schreibe. Da freut er sich bestimmt. Legen Sie mehr Pferd in Ihr Hörspiel. Ja, es geht um Forster. Folge 1, Die Seele des Dämons von Oliver Döring. Groß angekündigt, Oliver Döring macht eine neue Serie, nachdem jetzt End of Time vorbei ist. Bei Star Wars tut sich auch nichts mehr, widmet er sich jetzt einer neuen Reihe. Und er macht einen, man weiß es noch nicht so genau. Also, aber es klingt doch sehr nach standardisiertem Groschengrusel, wenn es dann fertig ist. So typisch eine Hauptfigur. Wobei man nach der Hören der ersten Folge durchaus den Verdacht haben kann, naja, das könnte inhaltlich doch schon ein bisschen zur Sache gehen. Aber man erfährt in der ersten Folge noch nicht allzu viel darüber. Man erzählt quasi so eine Art Prolog, die Vorgeschichte. Die Hauptfigur taucht dadurch beginnt erst ganz am Ende auf. Und ja, die Vorgeschichte, da würfelt man alles rein, was in den letzten Jahren, was bei aufhorchenswerten Hörspielen schon mal Thema war, zum Beispiel so Verschwörungstheorien rund um die Nazis. Da gibt es einige gute Hörspiele. Wahrscheinlich hat man dann gedacht, oh Gott, dann nehmen wir das Thema mal. Da kam bis jetzt noch nichts Schlechtes bei rum. Man erzählt tatsächlich ein spannendes Hörspiel, was mich gut unterhalten hat und was am Ende auch so ein paar Fäden aufdröselt und durchaus Potenzial entwickelt für mehr. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man gleich mit Hausieren gegangen ist, dass das Ganze auf so ungefähr 50 Folgen ausgelegt ist. Das hat mir dann vorher schon mal erstmal so ein bisschen die Laune verhagelt, weil ich glaube, es ist momentan nicht die Zeit dafür, solch große Serien anzukündigen, weil es da auch die wenigsten tatsächlich so lange durchhalten. Aber er hat uns auch bei End of Time eines Besseren belehrt, das hat er auch zu Ende gebracht, obwohl jeder am Anfang gesagt hat, das wird nichts und das ist absoluter Käse, was er da macht, weil so eine Folge so einfach mal aus dem Nichts reinzuhauen, ohne dass man weiß, ob Folge 2 kommt, wie gesagt, sie kam und es kamen auch alle anderen dahinterher und insofern und da Döring jetzt auch, sag mal, aufgrund keiner anderen Hörspiele zurzeit macht, hat er da vielleicht auch die Konzentration für und tatsächlich den VÖ im Rhythmus von 6 Folgen, glaube ich, soll es pro Jahr sein, zu halten. Wäre schön. Also ich würde mich freuen. Also mir hat es durchaus Spaß gemacht, muss ich sagen. Also gerade diese Dämonenbeschwörung, Haller die Waldfeder, hat er mächtig reingehauen. Ja.
Also das mit Kopfhörern hören, das ist, ja, das ist schon schön. Ja. Doch, das macht Freude. Nee, es macht man tatsächlich Laune. Es ist halt, ja, das Problem ist halt, dass, also wenn man es hört, ist es wirklich super. Aber wenn man so die Rahmenbedingungen hört, denkt man, oh, hätten wir doch. Aber das Hörspiel ist dann echt okay. Ja. Kann man echt anders sagen. Also war ich jetzt doch durchaus angetan von. Würde ich auch schon empfehlen wollen. Und interessant, dass man einen Prolog wählt oder hält dann quasi in der letzten Szene noch präsentiert wird. Das sehr nachhaltig. Das ist eine sehr schöne Szene, die hat mir gut gefallen. Ja, und vorher halt wirklich über ein halbes Jahrhundert Geschichte erzählt wird. Mhm. Das ist schon interessant. Ja, dann zu wieder was anderem. Wie eine Achterbahn heute. Wieder nichts mit Pferden, aber mit fünf Freunden. Die 115 fünf Freunde helfen den Flutopfern. Wieder Europa. Ist ja ein brandaktuelles Thema, um das anscheinend die fünf Freunde auch nicht rumkommen. In Curran, wo erstaunlicherweise die fünf Freunde in Ferien sind. Ja, ausnahmsweise waren die sonst nie. Ich bin echt froh, dass mal sowas erzählt wird. Landen Flutopfer und es gibt da eine Hilfsorganisation, die Kleiderspenden für die Flutopfer, die halt in Curran so im Camp quasi untergebracht sind, die eben Kleiderspenden sammeln. Natürlich wollen die fünf Freunde dann auch was spenden, tun das auch, aber dummerweise landet eine niegelnagelneue Bluse von Anne, natürlich nicht von George, von Anne, in dieser Kleiderspende und sie versuchen halt diese Bluse wieder zurückzubekommen, lernen da eben ja dieses Camp kennen und die Flutopfer, ja, und decken dann nach und nach auf, dass das alles sehr merkwürdig ist, welchen Weg diese Bluse denn genommen hat, denn die landet irgendwann mal anscheinend im Verkauf und ich glaube, eine Klassenkameradin hat die dann eben an und sie versuchen halt nachzuvollziehen, wie das denn zustande kam und sie vermuten halt da ein Verbrechen dahinter und dem ist dann tatsächlich auch so. Ist jetzt nichts Überbordendes, also diese Geschichte mit der Bluse, weiß nicht. Also, dass man hier das... Merkwürdiger Aufhänger dafür, ja. Komisch, ja. Also, dass man das Thema Flüchtlinge thematisiert, immer Lob und Anerkennung, keine Frage. Auch wie dargestellt wird, wie die Flüchtlinge, ist natürlich auch sehr plump, aber trotzdem mit Vorurteilen zu kämpfen haben, wenn was gestohlen wird, dass sie sofort schuld sind und so weiter. Das ist auch alles lobenswert und völlig in Ordnung und gut. Hat diese Geschichte mit der Bluse will mir irgendwie nicht so ganz. Nee, das hat. Das wird ein bisschen reingesponnen. So merkwürdige Aufhänger hätte man auch irgendwie anders machen können, oder? Also, finde ich auch. Also die Bluse hättest du eigentlich nicht gebraucht. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. Aber ja, guter Wille war da und ist kein Hannes Jennecke dabei gewesen. Ja, das ist auch schon mal sehr toll.